Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute ein Mini-Monster-High-House-Update, da ich das viel verändert habe. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich mal ein Video mit den Minis mache. Hatte ich ja jetzt nicht gemacht gehabt, weil ich hatte auch nicht so viel Zeit, dass ich jetzt so aufwendige Videos mache. Aber wenn ihr das immer noch wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das glaube ich auch mal. Und jetzt beginnen wir. Hier ist Venus Raum, der hat sich jetzt so eigentlich nicht viel verändert, außer dass ich hier Blumen dran gemacht habe, wenn ihr das seht. Dann hier ist ein kleiner Gemüsegarten und da liegt eine Bürste, damit er sich auch bürsten kann und dass hier eine Blumenranke hochgeht. Cleos Zimmer ist einer der Räume, wo sich überhaupt fast gar nichts verändert hat, außer dass jetzt dort so Essen steht für sie und ja. Das hier ist Lagunas Raum, das hat sich nicht viel verändert, außer dass jetzt man hier so hochgehen kann und hier auch schlafen kann. Und dort ist noch eine Bank mit, ja, so ein paar Kleinigkeiten zum Föhnen und einem Spiegelchen. Das hier ist das Zimmer von mir und Draculaura. Ich finde das mega cool, weil wir ein Hochbett haben und wir eine Musikanlage haben, da ich ja gerne singe und dann kann sie halt immer die Trompete spielen. So sieht das dann aus, wenn ich auf der Bühne bin. Das Einzige, was sich noch verändert hat, war halt noch, dass da noch so zwei Blumen dran geklebt wurden. Der Rest ist eigentlich so geblieben, außer dass es ein Hochbett gemacht wurde und dann noch die zwei Sachen. Einmal die Bühne und einmal die Trompete und der Halter. Im Claudines Zimmer hat sich wirklich fast gar nichts verändert, außer dass wir vor dem Bett die Wand hinten noch dran gemacht haben und dass da diese Blume ist. Ja, der Rest ist so geblieben. Das ist das Zimmer von Abby und Twyla. Twyla schläft immer unten und Abby oben. Und dann haben das Neue halt, dass es auch wieder ein Hochbett ist und dass es eine Kommode in dem Zimmer mit einem Stuhl gibt. Der Gemeinschaftsraum hat sich auch ein paar Sachen verändert. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Weihnachtsbaum, Essen, was zu trinken mit Backofen und noch einem Stuhl. Und man sieht, es ist auch genau auf Mini-Größe abgestimmt, was ich auch voll cool finde. Deswegen passt Lego Friends eigentlich super. So sieht mein neues Monsterheim Mini-Haus aus. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und dann sage ich abonnieren, kommentieren, liken. Bis zum nächsten Mal.